testen wir mal. Testen wir mal ein bisschen. Willkommen, willkommen. So, wir haben den Cringe Zoe Abuser of Yumi. Interesting. Interesting, interesting. I wonder if anyone's in chat. Hello? Hello? There are so many weirdos here. It's awesome. Whoop. Wanna see something neat? So, was gucken wir uns jetzt an, Leute? Mach mal Lolde. Fangen an bei Emojis. Finde ich mal am witzigsten. Okay, wir haben Lizard, das Renekton. Okay. So, Splash Art. Wait, what? What is this? Mordekaiser oder sowas? Sieht aus wie das Mordekaiser-Ding. Ah ne, ist Wukong. Wait, ist Wukong. Ist Wukong. Und zwar heißt der Jade Dragon. Wukong. Oh, okay. Wait, shit. Sah so Jade-mäßig aus, I guess. Okay, shit. Na, next Yumi Game. Next Yumi Game. Yo, 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 yo. Wir sind am Chillen hier auf dem Rift. Ich werde mit Yumi carry, darauf nehme ich Gift. Mariposa ist am Start. Hallo, hallo. What up, what up? Hier gibt es dickes Yumi-Gameplay. Seid ihr hyped? Sheesh. Wie war der Stream? Wie war der Stream? Kuss, kuss. Willkommen, Harry? Ist das Harry? Harry? Ich zeige euch ein bisschen, wie man Yumi gamet. Nice. Nice, nice. Ja, wir sind ein bisschen am Gammeln, gerade Yumi abusen. Eigentlich Zoe, aber immer wenn Yumi offen ist, pick ich so, Yumi. Immer wenn Yumi offen ist, pick ich Yumi. Und Lolilune meinte, ich soll Lunes Echo mal spielen. Ja, Yumi ist sehr, sehr geil. Yumi ist sehr, sehr geil. Du kannst halt jetzt über halben Screen deine Missiles da auf die Gegner raufschießen. Die Range ist krass, die sind super fast, die machen insane Damage. Ich habe den Spaß meines Lebens. Ja. Wir haben jetzt zwei Games. Das erste Game war mega nice. Das zweite Game wurden wir leider von der Ashe Toplane mit Clans Ghost runtergerannt. Ja, war nicht so geil. Aber ja, alle guten Dinge sind drei, würde ich sagen. Jetzt testen wir mal. Testen wir mal ein bisschen. Okay, wir haben keinen Pro-Player im Team anscheinend. Diesmal haben wir auch keine runterrennende Ashe. Ich glaube an uns. Willkommen, willkommen. So, wir haben den Cringe Zoe Abuser of Yumi. Interesting. Interesting, interesting. Wait, du. Okay. So, jetzt auf Fokus hier auf das Game. Also, die Q von Yumi ist jetzt diese Long Range Missile. Ihr seht, die Range ist einfach größer als der ganze Screen, ja? Wir können einfach so machen. Und auf die Gegner raufschießen, egal wie weit hinten unser ADC steht. Also, wir werden nicht mehr dadurch gefickt, wenn er hier super passiv spielen möchte, ja? Turbo geil. Ah, schade. Wir haben jetzt auf der passiven, immer wenn wir einen Auto-Tag oder eine Ability machen, haben wir ein Healing für uns und unseren ADC auf einem 16-Sekunden-Cooldown am Anfang. Das geht dann runter. Also da ist jetzt unser Healing drauf, das heißt, wir können jetzt nicht mehr Heal drücken, sondern machen Heal quasi passiv. Ansonsten, die E ist ein Shield plus Movement Speed plus Attack Speed Buff, der 3 Sekunden hält. Also es ist quasi statt einem Heal auf dem E, jetzt nicht, statt einem Heal auf dem E haben wir jetzt ein Shield auf dem E. Also es ist ein bisschen mehr skillful, sag ich mal. Ja?
Okay. Intense Yumi Gaming. Yumi Gameplay Stuff. IFE. Talons Inting. There's no way, my friend. Come on, hit that Q, brother. Okay, das war ein bisschen intense. Okay, Hackerin will mich. Komm her. Ja, komm doch. Yeah. Today we are destroyers. I know. Please don't kill me, Jinx. Was hast du an? Sieht cozy aus. Das hier. Oh, ich wollte ein Sponsorship von denen bekommen, aber sie sagen, die machen das nicht mit Leuten, die nicht in den USA sind. Deswegen droppe ich jetzt einfach for free die Werbung. Das hier ist etwas, was du auf Amazon bestellen kannst. Ansonsten eigentlich nur in den USA. Das nennt sich Comfy. Ja? Für Comfortable. Und genau das ist es nämlich auch. Choc Güzel. Ja, innen hast du so Schafswolle oder whatever, ne? Merino-Wolle oder wie auch immer, also richtig schön weich und warm. Und außen hast du so dieses, ne, womit auch so Brillenputztücher sind und so, dieses Mikrofaser-Weichding da. Und du hast so eine riesige Tasche hast du hier, wo du so alles reinschmeißen kannst, was du so brauchst. Und dann kannst du, das ist halt so geil. Das ist halt Choc-Güzel. Das ist halt so fucking kuschelig einfach. Ja. Ich check die Yumi Q nicht. Nicht mehr steuern in einer gewissen Range, genau. Am Anfang kannst du es noch sehr gut steuern. Und dann ist es relativ gerade. So ein Torpedo. Oh no. Ich nehme den Trank schon mal. Kriegt Jinx den Kill? Oh, Ezreal kriegt den Kill, mein ich ja. Das ist big. Das ist gut. Rip Wave, aber ist trotzdem in Ordnung. Is it time to save the world again? Ja. Kann man damit auch raus oder ist es zu schwer? Du kannst damit auch raus. Ich war einmal damit unterwegs. In den U-Bahnen und so. Ich wurde sogar von Mädels drauf angesprochen, die das auch wissen wollten. Also das scheint auch nicht mal ein kompletter Upturner so zu sein. Muss halt ein bisschen Confidence zeigen, ne? Und sagen, so, mir ist egal, was andere denken, weil du siehst halt aus wie so, als würdest du in so einem, ne? Also ist halt wild. Nein, was soll ich sagen? Genau, aber du kannst damit easy auch raus. Ich bin damit sogar auf einmal auf Arbeit gewesen. Zu Weihnachten habe ich so Weihnachtsmann-mäßig mich dann hingestellt. Noch mit Weihnachtsmann-Mütze und hier durch die Farbe halt sah es so ein bisschen so aus. Okay, ich muss eine Q treffen auf die Jinx und dann... Oh, oder auf die Lulu. Und dann kriegt er ein bisschen Healing. Ihr seht, die Range ist sehr, sehr groß. Wait, das ist... Oh mein Gott! Wir spielen gegen... What the fuck? Wir spielen gegen No Way! Oh mein Gott, ich sehe es jetzt erst. LOL. Die Jinx ist No Way. Die Jinx ist legit einfach No Way. What the fuck? LOL, No Way. Du bist es. Kekwe. Cool, wir spielen gegen No Way in seinem ADC-Projekt. Ja, schauen wir doch mal. Viel Spaß noch, vielen Dank. Ich hab meinen Spaß. Oh, No Way gegen Talon. Ah.
Ich sollte wieder zu meinem ADC. Immer wenn ich gegen No Way spiele, bin ich Yumi. Ha. Oh no. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Weg. Peng. Oh, let's fucking go. Ah, wey. Hätte ich shielden können? Ich glaube, ich hätte shielden können. Dann wäre Base gekommen. My bad. Ich baue schon wieder die Scheiße. What am I doing? What am I doing? Okay, ich muss das gleich verkaufen. Ich verkauf's gleich, ich verkauf's gleich. Für wie viel zählt das? Okay, wir haben 300 Gold verloren. Aber ist okay, ist okay. Wir kaufen jetzt Ludens. Mein Coach hat gesagt, ich brauche Ludens. Oh, Junge, mein Damage. Junge, eine Q noch. Come on, eine Q noch. Ah, das hat sich wieder gegengehalten mit Corruption. Q's, Junge. Die Q's, Junge! Let me hit the no way. Let me hit the no way. Got him! Got him! Okay. Big. Big. Oh, no way. Oh, no way. Oh, no way. Oh, no way. Ich hab ihn. Also, wenn du startest, ist AD Carry sehr, 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 sehr schwer. Weil du halt einfach sehr viel weniger Fehlertoleranz hast als auf anderen Rollen, weißt du? Auf den meisten Rollen ist es dir erlaubt, einen Fehler oder 2 oder 10 zu machen. Diese neue Yumi ist so broken, ne? Das ist so unnatürlich broken. Dass dieses Q ist undodgeable und jedes einzelne macht 300 Damage. Jedes einzelne von denen macht 300 Damage. Das ist so surreal, wie broken die gechanged haben. So. Undodgeable, denn wenn du es richtig schießt, ist es tatsächlich schwerer als davor, weil der Speed-Up so hoch ist, weißt du? Piu piu. Piu piu. Okay. Gegen No Way wird gegrindet. Full Tryhard jetzt. Full Tryhard.
Die neue Yumi ist so viel geiler. Loki. Wir contesten halt, während Ezreal noch gar nicht annähernd in der Nähe ist. Jetzt haben wir so viel verloren, for no reason. Damage. Oh, no way. Sheesh. Oh. Kann ich vielleicht snipen? Ah, der Minion hat noch gelebt. Oh, nice. Leider verliert der Rest des Teams, ne? Unser Jungle und unser Midlaner sind nicht so gut dabei. Na gut, Gragas scaled, I guess. Talon weiß ich jetzt nicht. Talon. What are you doing? Oh, ich habe ihm Hälfte Leben abgezogen. Oh. Hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. It's fine. Talon hat nicht so viel Spaß. Lunes ist cool. Okay, gehen wir Majors? Ne, ne? Doch, gehen wir. Man ist halt jetzt auf jeden Fall mehr mit seinem ADC unterwegs. Ja, ich chunk schon gut. Aber die haben halt, kriegen halt lauter Drakes jetzt und. Ja, muss mal gucken. Ist halt jetzt ein Poke, die Support, ne? Okay, maybe. Ich habe meinen Exhaust leider nicht gemacht, es tut mir leid, Ezreal. Ja, Digga, unser Team ist nicht so on fire. Bis auf den Ezreal, I guess. Ah, neben meinem Dings steht sogar Ezreal als Companion. Mein Schaden! Junge, mein Schaden. Der ist wild. Wir werden wahrscheinlich trotzdem verlieren, aber mein Schaden ist schon sehr, sehr wild. Dass unser Toplaner verliert gegen Poppy, unser Jungler ist halt auch Turbo behind, ist halt alles nicht so ideal für uns.
Also no way, dass ich hier den Red Buff. Da kommt die Jinx ult gleich. Ja, ist nicht winnable. Mit gäbe es leider einen Joke. GG. Mit gäbe es leider einen Joke. Aber funny, ja, aber okay. Also AP Yumi ist schon cool. Safe. Traurig, Digga. How sad is it?
Okay, lass mal versuchen, die zu snipen. Can't do much. Can't do much. Nice try, Ezreal, though. Es war einfach komplette Teamgap an der Stelle. Geht trotzdem. Egal, wir haben ein positives Satz. Wir stehen 3-2-15. Zeit nach Diamond zu demoten.